Kann Kerl mit erneuerbaren Stimbehältern heilen. Ja, cool. Die Reise beginnt. Kapitel 1. Cal Kestis, ein ehemaliger Jedi-Padawan, hatte sich seit Order 66 auf Bracca versteckt. Cal hatte sich einigen Schrottsammlern angeschlossen und jahrelang im Verborgenen gelebt, gab seine Tarnung aber auf, als er die Macht nutzte, um seinen Freund Prof auf einem tödlichen Sturz zu retten. Dies führte zu einem Angriff der unerbitterlichen zweiten und neunten Schwester. In letzter Sekunde wurde Cal von zwei geheimnisvollen Fremden gerettet. Kier Judah und Kreis Diritus. Mittlerweile sind sie auf dem abgelegenen Planeten Bogano eingetroffen, um die Geheimnisse eines alten Gewölbes zu lüften. Ah, das ist sehr gut, weil ich habe mich auch von der Geschichte her überhaupt nicht gespoilert. Ich habe überhaupt nicht geguckt, um was das Spiel geht, wann das Spiel auch so im Star Wars-Universum spielt. Also ich bin da komplett spoilerfrei geblieben. Gut, dass man das hier nochmal erklärt kriegt. Alles klar. Da steht aber 1 von 2. Wie konnte ich denn jetzt weiter? Ah, hier, alles klar. Kapitel 1 und 2. Aufgabe. Aha, das haben wir, alles klar. Eilt Kerl, sehr cool. Sehr cool. Datenbank. Ach, jetzt kann ich hier Bracca. Ach, Flora und Fauna. Guck mal, haben wir schon alles. Bogano. Bokling-Studien, Charaktere. Ah ja, hier kann man es alles nochmal. Schrottsammler-Gilde, Sternschiff, Schrottplatz, Güterzüge. Alles klar. Coole Geschichte. Cal Kestis. Können wir uns alles nochmal angucken. PD1, was ist mit ihm? Ist neugierig, gutmütig und in gefährlichen Situationen absolut furchtlos. Er freundet sich rasch mit Kerl an und scheint den jungen Jedi zu etwas oder jemandem im Inneren des alten Gewölbes führen zu wollen, das er am Horizont von Bogano erhebt. Alles klar. Okay, cool. Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Der ist cool. Neuen Freund gefunden. Ah, okay. Wenn wir jetzt in die Mitte drücken, Holo-Karte. Alles klar. Okay. Nein. Zack. Ah ja. Neuen Weg freigeschaltet. Sehr schön. Ach genau, da kam... Ah, alles klar, da kamen wir. Kann ich da auch wieder hoch? Ja, natürlich. Cool. Okay, wenn wir uns daran natürlich, beginnen. Mach auf. Wo willst du hin? Zack. Oh, es war also was drin. Neuen Sender erhalten. Du kannst Lichtschwertteile auf Werkbänken in allen Teilen der Galaxis und auf Mantis austauschen. Ja, wie geil ist das denn? Vorne war doch eine Werkbank, ne? Kann ich da jetzt irgendwas dran basteln? Oh, hab ich dich jetzt von meiner Schulter runtergeklappt? Bidi? Ah, du zeigst mir die Werkbank. Du bist ein toller Typ. Ich sehe nach. Sehr gut. Ach, cool. Guck mal, jetzt haben wir hier neue Bograten und Splocks. Die von der Natur aus extrem aggressiven und territorialen Bograten sind im Laufe der Zeit eine mutualistische Bezeichnung zu Splocks eingegangen. Letztere locken Buglinge aus ihren Nestern an der Oberfläche, wo sie dann von Bogarten gefressen werden. Aha. Ein Team. Eine Win-Win-Situation, so wollte ich sagen. Aber jetzt, ich glaube, da hinten war doch hier. Tschak. Aha, die Macht. Kirk? Doch gewusst, hier ist noch was. Lichtschwert anpassen. Ja, Leute, wie geil. Farbe blau. Ich mag eigentlich blau gar nicht so. Und ich bin ja eher so die Rotfraktion. Aber rot ist halt die Imperialen, ne? Deswegen nehmen wir grün. Sender. Ah, Schalter.
Haben wir nur den einen, die Hülse? Oh, wir können ja alles austauschen, Alter. Coole Geschichte. Ja, jetzt haben wir ein grünes Lichtschwert. Ja, nice. Cool. Boah, Leute, das macht richtig Bock. Das macht hier mal richtig Bock. So. Alles klar. Jetzt, wie kommen wir hier wieder raus, ne? Beziehungsweise, wo müssen wir hin? Da hinten leuchtet noch was. Wollen wir es riskieren? Na, Gott sei Dank, nichts passiert. Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Machtecho. Vorratsschrank. Jemand hat hier für eine Zeit gelebt und in diesem Vorratsschrank Lebensmittel aufbewahrt. Na gut, das hätte ich dir jetzt auch so sagen können. Ohne die Macht. Wenn ich mich so umgucke, aber... Du hast halt die Macht, Kerl. Du hast die Macht. So. Es bringt mich aber immer noch nicht weiter, wie wir hier eigentlich... weiterkommen. Vielleicht mal ein kurzer Blick in die Datenbank. Aufgabe. Wir müssen zu dem Gewölbe immer noch, ne? Aber wie kommen wir da hin? Indem wir halt vielleicht mal hier hochlaufen. Kerl. Mensch. So. Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Machst du wieder? Danke, Didi. Ja, natürlich, Kerl. Und du stützt dich hier in Dings runter. Das ist auch gut, ne? Große Kluft. Okay. Du hast alles kartografiert. Geblockt verfügbar. Ich schau ja hin. Einige Wege sind versperrt. Hoch, runter. Wechsel die Ansicht, um andere Bereiche der Karte zu markieren. Aha. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Okay. Und hier gibt's Truhen. Fünf Truhen, habe ich gelesen, gibt's hier. Vielleicht hier. Wenn es schaffen wir. Didi. Oh ja. Ja. Natürlich kann nicht benutzt werden. Was denn sonst? Vielleicht hier. Dann wird allerdings PD da hochspringen, ne? Na, gucken wir uns mal die Seite an. Was ist hier drin? Hast du mich erwischt? Sag mal. Ist der jetzt mal platt? Oh, was gibt's hier? Scannen. Ah, das sind dieses Blocks. Alles klar. Kannst du mich heilen? Dir geht's gut. Gut, wenn du das hast, Pidi, dann wird es so sein. Oh, was haben wir denn noch? Ach, das sind die einen, die das da rausholen, ne? Die anderen. Hallo. Na, Dickerchen? Ein Scan? Und das sind die Bokrate. Danke dir. Wie geht's dir, BD1? Gut, freut mich. Slim, BD1. Ah, ich hab falsch gesprochen. Wenn ich nach unten drück... Ah, jetzt habe ich das verstanden, Leute. Wenn ich nach unten drück, dann fragt er ihn, wie es geht, ne? BD1? Wollte nur wissen, ob du da bist. Hilfst du mir mal? Alles klar, okay. Und wenn ich nach oben drück, dann kriegen wir diese Stim-Dinger. Okay, verstanden.
Okay. Okay, okay. Alles klar, dann waren wir jetzt hier unten. Ach, das sind ja schon wieder so Viecher. Junge. Oh, den haben wir auch zwei geteilt. Hört ihr das auch? Gut doch was. Was ist denn da rein? Hallo. Kannst du das hacken? Ja, dein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Was haben wir gefunden? Eine Lichtschwerthülse erhalten. Mut und Weisheit, cool. Achso, und du kommst hier nicht ran, sagst du? Schade. Was muss ich machen, um die Kiste aufzukriegen? Scomp-Anschlüsse muss für die Bedienung des Geräts repariert werden. Und wie repariere ich Scomp-Anschlüsse? Weiß man nicht so genau, ne? Was ist denn hier? Da war einer gesessen, oder? Na komm, dann lass uns mal hier... Geht nicht. Doch, geht. Zack. Sehr schön. Nein! Ich wollte mich doch da festhalten. Geht das nicht? Ja, anscheinend kann ich mich da tatsächlich nicht festhalten. Ein bisschen doof, finde ich. Jetzt aber auch tief runter. Achso, das ist da, wo wir vorhin rüber gesprungen sind, ne? Mal wieder hier zurück. Flieg, kleiner Jedi. So. Was haben wir denn hier? Jemand hat hier gelagert. Sie hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinok. Beinok? Hier gibt es da jetzt irgendwas, was für uns interessant ist. Forschungslager, Spuren eines Lagers, das jemand aufgeschlagen hat, um eine große Kreatur namens Beinok zu studieren. Mhm. Okay. Das war doch dieses... Seht ihr das? Da ist das. Das muss doch hier irgendwo sein, dieses Vieh. Beinok. Tschüss. Ich glaube, wir haben es gefunden, Kerl. Hätten vielleicht mal hier rüber gucken sollen. Da ist Beinok. Guck mal. Guck mal da. Hallo, Beinok. Hm. Ja, wie repariere ich denn Scomp-Anschlüsse? Steht das hier irgendwo? Datenbank. Es ist echt schade, dass ich da jetzt nicht dran komme. Dann wenn wir da rüber springen, na, dann sind wir wieder da, wo wir waren, ja. Da geht's dann nicht weiter. Komme ich hier irgendwo weiter?
Auch nicht wirklich, ne? Das ist ja eigentlich der einzige Weg. Da unten, guck mal, da ist eine kaputte Brücke. Lass dich doch da mal fallen. Oder meinst du es nicht gut? Hier runter überlebst du halt nicht, ne? Ich dachte halt wirklich, dass man hier springen, klettern kann, aber das geht anscheinend wirklich nicht. Wird es ja auch hier gehen, ne? Nee, geht nicht. Fähigkeitenpunkt erhalten. So, mach mal auf. Idi. Hey. Also, was war drin? Neues Poncho-Material. Okay, cool. Poncho, guck mal. Ah, das sieht schon eher die-like aus, oder? So ein richtig schöner Poncho. Ah, ja, geil. War da nicht irgendwo noch eine Kiste? Hatte ich da nicht noch was gesehen? Scheint nicht so. Na, dann lass mal darüber gehen. Hier kann ich meditieren. Brauchen wir jetzt aber... ich wollte eben gerade sagen, da können wir doch das Lichtschwert machen. Nee, das geht ja hier gar nicht. Aber wir haben einen neuen Fähigkeitenpunkt, ne? Den können wir einsetzen. Dann lass mal meditieren. Ganz fix. So. Ausruhen. Ruhe dich aus dem Leben und mach dir das, wissen wir ja. Ruhst du dich aus, respawnen deine Gegner. Okay. Ich will aber eigentlich eher den Fähigkeitenbaum. Maximale Macht erhöht sich. Und was haben wir hier? Das maximale Leben erhöht sich. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Macht. Ja, maximale Macht erhöht, das ist gut. Und dann gehen wir darüber auf die Gesundheit. Ne? Wir fangen so von unten ein kleines bisschen an. Und gucken, ob wir irgendwas finden, was... in welche Richtung sich das dann am besten entwickelt. Oh, was haben wir hier? Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Mhm, da wollen wir ja auch hin, ne? Aber der wollte es halt mit aller Gemacht, mit aller Gewalt. Okay. Da hinten ist noch was. Ne, das war die Geschichte hier. Alles klar, dann lass mal hier runter. Komm, hopp, hoch. Jawohl, ja. Sonst ist hier nichts mehr, dann gleich weiter. Yay. Oh. Ah. Das war mal gar nicht so schlecht. Sir, was ist mit ihm denn? Lauf weg! Guck, ich habe ein grünes Lichtschwert. Freund der Sonne. Scannen. Was denn scannen? Wollt ihr eben gerade was scannen? Gut gemacht. Wo bist du denn her? Das ist ein riesiger Frosch, ne? Hat uns gekillt, Leute. Wenn du
du stirbst, verlierst du alle deine letzten Fähigkeitspunkte erhaltene EP. Ah, okay. Füge dem Gegner Schaden zu, der dich besiegt hat, um deine verlorene EP zurückzuerhalten und deine Lebens- und Machtanzeige maximal zu füllen. Okay. Gott. Leute, oh Gott. Dann respawnen wir mal.